Mein Name ist Erika. Ich bin halb Japanerin, halb Österreicherin, Jackpot. Mein Vater ist ein jüdischer Österreicher und meine Mutter ist eine rassistische Japanerin. Mein Vater hasst diesen Witz und meine Mutter versteht ihn nicht. Ich komme aus Wien, Österreich. Ich bin katholisch aufgewachsen dort. Für alle, die Österreich nicht kennen, das liegt zwischen zwei Kühen. Ich bin katholisch aufgewachsen in Wien. Ich war auf einer katholischen Grundschule und danach war ich auf einem katholischen Gymnasium und danach war ich auf der Psychiatrie. Und wenn man katholisch aufwächst, fühlt man sich immer schuldig, ja? So, ich habe mich immer schuldig gefühlt beim Masturbieren oder Tanzen oder Stehlen. Ich war auf einer katholischen Schule und war aber nicht getauft. Das heißt, so meine österreichischen Freunde haben sich so ein bisschen lustig gemacht über mich. Ja? Die haben so Sachen gesagt wie, Erika, wenn du mal stirbst, kommst du in die Hölle und wirst von Jesus aufgefressen. Ham, 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 ham. Und heute frage ich mich noch immer manchmal, wie die Hölle ausschaut. Und ich stelle mir die Hölle so vor, dass du zwei Männer und einen runterholst. Für immer. Keiner kommt. Ja, ich bin katholisch aufgewachsen. Weiß nicht, seit dem Coronavirus versuche ich ja auch ein bisschen so weniger Leute zu treffen. Ja, ich versuche das so ein bisschen einzuhalten, aber ich treffe trotzdem eine Freundin von mir. Und diese eine Freundin von mir gibt immer an, wie crazy sie ist. Ja? Sie sagt immer so Sachen wie, Erika, ich bin so crazy. Ich habe gerade einen Shot aus einer Menstruationstasse getrunken. Crazy! Ich bin so crazy, ich habe Titten. Ja? Und ich glaube einfach, sie säuft viel. So, ich glaube, sie ist gar nicht crazy. Weil so Frauen, die wirklich crazy sind, geben nicht an, wie crazy sie sind. Weil so crazy Frauen siehst du gar nicht im Alltag. So crazy Frauen siehst du nur um 2 Uhr in der Früh in irgendeiner dunklen Gasse und sie pinkeln gerade so eine Taube an, so psch. Ja, bist nass geworden. Psch. Das weiß ich, weil ich crazy bin. Ich weiß nicht. Ich glaube auch so die Form von sexueller Belästigung wird sich auch so verändern in Zukunft. Ja? Zum Beispiel, ich hatte letztens so einen Ellbogengruß, der ein bisschen zu lang ging. Ja? So. Und ich glaube, da wird es auch so bald so Anzeigen geben. Ja? Der hat zu lange meinen Ellbogen angefasst und hat da so kreisrunde Bewegungen gemacht und dabei gestöhnt. Ah! Und dann wurde seine Maske ganz feucht. Ja. Ich bin zukunftsorientiert. Ja, ich weiß nicht, ich habe echt sehr viel Zeit jetzt seit der Quarantäne. Ich habe so viel Zeit, mir ist auch die ganze Zeit langweilig. Mir ist so langweilig, ich habe letztens eine Playlist gemacht für meine zukünftige Beerdigung. Ganz viel Coldplay, aber ich hasse Coldplay. Aber ich will, dass meine Freunde und Familie leiden bei meiner Beerdigung. Und ich will auch, dass sie so ein bisschen verwirrt sind, weil ich höre nie Coldplay. Ja? Das heißt, die sitzen dann so da und ich sage, ich wusste gar nicht, dass sie Coldplay hört. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwann meine Beerdigung haben will, weil ich hätte Angst, dass es so wird wie meine Geburtstagsparty ist. Ja? Es kommen 2 Freunde, bleiben für 10 Minuten und gehen dann auf eine bessere Beerdigung. Ja, ich weiß nicht. Mein Freund treffe ich trotzdem noch immer seit der Quarantäne. Ja? Wir sehen uns. Wir sind so ein nerviges Pärchen, mein Freund und ich. Ja? Wir verstehen uns nämlich zu gut. Wir sind einer von diesen nervigen Pärchen. Ja? Wir machen so nervigen Pärchenkram. Zum Beispiel, wir beenden zum Beispiel gegenseitig unsere Sätze immer. Also wenn er sagt ich, sage ich nein. Ja? Das ist voll romantisch.
Ja, wir sind seit 2 Jahren schon zusammen. Ja, das heißt, wir müssen jetzt auch schon so ein bisschen dran arbeiten, die Beziehung aufrechtzuerhalten, beziehungsweise ihn aufrechtzuerhalten. Deshalb machen wir so öfters Rollenspiele. Ja? Rollenspiele so. Ich habe ihn letztens wieder gefragt, hey Bro, ja, lass uns ein Rollenspiel machen. Und ich habe gedacht, das sagt so das Übliche, Inzest. Also er ist mein Vater und ich bin auch sein Vater. Ja, danke schön. Mein Name ist Erika Radcliffe.